Capture Ad steht für Capture Advertising. Das heißt, ein Capture ist Folgendes. Und zwar diese Buchstaben-Zahlen-Kombination im Internet, die Sie sicherlich irgendwo schon mal gesehen haben, die an den verschiedensten Stellen geschaltet werden, sind sogenannte Captures. Das ist ein Spam-Schutz. Das heißt, diese Zahlenkombination, Buchstabenkombination, schützen sollen Internetseiten vor Spam schützen. Diese Captures werden dort geschaltet, wo eine Interaktion mit dem User im Internet stattfindet. Das heißt zum Beispiel bei Gewinnspielen, beim Kommentieren in einem Blog. Wir waren in einem Social Network unterwegs, mussten irgendwie eine Kontaktanfrage stellen und haben festgestellt, das Capture, was uns da präsentiert wurde, war eigentlich nicht mehr lesbar. Das heißt, wir hatten 2, 3 Anläufe gebraucht, um dieses Capture zu lösen. Und irgendwann haben wir gesagt, scheiß drauf. Wir lassen es einfach mal, der Aufwand ist viel zu groß, dieses Capture zu entziffern. Wir haben keine Lust dazu. Unsere Idee war dann klar, wir könnten ja nach Inhalt fragen in einem Video. Das war quasi die Geburt von Capture Ad. Wir haben gesagt, wir wollen ein Video zeigen, in dem zum Beispiel ein Mini durch die Gegend fährt und wir fragen nach der Marke Mini. Das heißt, wenn man das angegeben hat, habe ich mich authentifiziert oder ich habe gesagt, ich bin ein Mensch. Ja, wenn wir die 50.000 Euro gewinnen, sind wir erstmal natürlich extrem happy. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir diesen Wettbewerb gewinnen. Es ist ein Wahnsinnswettbewerb mit 1086 jungen Unternehmen, die sich beworben haben. Das ist eine Riesenehre. Wir feiern natürlich erstmal nächtelang in Anführungszeichen, denn das ist natürlich ein Wahnsinnsevent, was wir da haben. Und wenn wir das gewinnen, ist für uns eine unheimliche Motivation. Und 50.000 Euro ist für uns natürlich auch ganz wichtig, da wir bis jetzt alles eigenfinanziert haben. Das heißt, ein bisschen Geld verdienen wäre natürlich auch nicht verkehrt. Und wir müssen dann nicht mehr alles aus eigenen Mitteln bestreiten, sondern können auch die Entwicklung tatsächlich damit diesen 50.000 Euro ein bisschen unterstützen.